Hallo zum ersten Teil von unserem Playthrough. Wir wollen alle Memoir 44, Missionen aus dem ersten Teil durchspielen. Wir haben die, ich zeige es mal kurz hier rein, die Winter Wars Karten hier, die wir benutzen. Der Vorteil ist, dass wir, dass es natürlich erstmal ein paar mehr sind, dass sie ein bisschen besser aussehen, aber vor allem sind sie auch etwas fairer, weil der Luftangriff für beide Seiten genau gleich ist. Und sie haben auch nicht das Problem, dass man, wenn man gar keine passenden Karten auf der Hand hat, dass man da nichts machen kann, weil sie eigentlich immer einem die Möglichkeit geben, dass man zumindest irgendwelche Einheiten auf dem Feld bewegt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man nur Karten auf der Hand hat, die man gar nicht benutzen kann, ist relativ gering. So, wir spielen die erste Mission, das ist Pegasus Bridge. Jo. Ich hier auf dieser Seite spiele die Alliierten und Sönke auf der anderen Seite spielt die Achsenmächte. Und bei Pegasus Bridge habe ich 6 Karten, Sönke 2 Karten, wobei ihr in den ersten 2 Zügen jeweils eine Karte mehr nachzieht und ich fange an. Ja, dann auf ein gutes Spiel. Genau. So, dann geht's los. 24. Dann fange ich mal mit Probe an und bewege 2 Einheiten auf meiner linken Seite, beziehungsweise ich greife mit 2 Einheiten, wenn das möglich ist, auf der linken Seite an und bewege zusätzlich 2 Einheiten in der Mitte. Da nehme ich diese, die und zum Bewegen die beiden. Ja, genau. Aber kann auch mal für eine kleinere Einheit interessant sein. Alles klar, dann bewege ich mal die nach hier. Mit denen rücke ich nach und so. Und dann greife ich mit den beiden Kollegen an. Was haben wir? 3, 2, 1 und hier auch 3, 2, 1 wegen den Sandsäcken. Und ich ignoriere das erste Fähnchen, weil ich. Ja, genau. Bin. Gut, dann schieße ich zuerst mit denen. Da geht ja schon wieder gut los hier. Einer weg. Und dann mit denen. Ein Rückzug bringt nichts, kannst du ignorieren. Da darf ich jetzt 2 ziehen. Du ziehst, wenn du fertig bist. Ja, sag ich ja. Genau. Sehr gut aufgepasst, Timo. dann bist du dran. Außerdem kriegt er noch eine Kerne. Ja, alles klar. Dann öffne ich. Airpower fangen wir gleich mal an. Ah, genau. Sehr gut. Die jetzt faire Karte. Ja. Ah, ja. Also ich darf jetzt bis zu 4 Einheiten, die nebeneinander stehen von dir. Und für jedes dieser Hexfelder, da nehme ich 1, 2, 3, 4. Und für die darf ich Roller Dice per Hexfeld, also 8 Würfel, wo ich dich mache. Roll 2 Dice per Hexfeld. Jedes Mal, für jedes Hexfeld darfst du 1 und 2 Würfel werfen. Achso, ja, können wir auch mal. Ich hätte auch alles auf einmal würfeln können. Nein, fangen wir an. Ich beginne mit hier. Genau. Das ist ein Treffer und... Was passiert Retreat One Hex Flags may not be ignored. Also du musst sie auch zurückziehen. Also die erste einer verliert ein und zieht sich zurück. Ja. Dann gleich mit dem beginnen wir mit der zweiten. Jo. Ein verloren. Die 2 verloren. Ich glaube, die Sterne zählen auch jetzt neuerdings bei den neuen Karten. Ah, gut. Ja. Dann die nächste Einheit. Jo. Zieht sich zurück. Jo. Genau. Und die letzte Einheit. 2 jetzt. Oh, nicht schlecht. Das hat sich gelohnt. Das war gut. So, jetzt kannst du 2 Karten ziehen. Weiß nicht, was man spielt, wenn man diese Fahrzeugliste spielt. Keine Ahnung. Mhm. Es gibt ja, was im Moment extrem beliebt ist, ist ja diese Fahrzeugliste. Du hast ja mit, ich erkläre nebenbei mal dir das Spiel. Du hast ja diese 3 Felder. Und du hast dann auf den Karten, kannst du in diesen Feldern die Einheit aktivieren. Achso, nach Gewinner. Also, ne? Hier zum Beispiel könnte ich jetzt hier 3 auf der Seite aktivieren und eine zusätzlich irgendwo auf dem Feld. Und hier jetzt zum Beispiel, ne? Das ist immer unterschiedlich. Das ist ein bisschen Glücksappell. Die Grundkarten waren so. Die waren teilweise, da gab es diese zusätzlich nicht. Also wenn du da nichts hattest, hast du Pech gehabt. Was spielen wir denn? Ich spiele 3 in der Mitte und eine zusätzliche Bewegung ebenfalls in der Mitte. Das ist das, was ich so gesehen habe. 1, 2... Das ist super simpel gehalten, das Spiel. Die beiden. Und hier nehme ich die beiden. Bewegung.
Genau, der Revolting Stench Schwert hat der natürlich. Dann kann ich mit denen nicht angreifen, 3, 2, 1, 0, aber mit denen kann ich einen Würfel angreifen. Ja, das mache ich jetzt. Erste, Schuss. Das heißt, wenn du irgendwo rein bist, der steht hier, konnten die nicht auch noch schießen? Ach nee. Nee, die sind zu weit weg. 3, 2, 1, ja. Minus Sandsäcke, 0. Ja, und dann das geht das nicht. Dann bin ich wieder dran, ne? Jo. Als auch First Strike, also das zuerst außerdem hat er noch eine Ability in den 3 Zoll, kann er Fight Last verteilen. Eine Einheit. Okay, Probe spiele ich, zwei in der Mitte, war also das in der Mitte, habe ich glaube ich die falsche Karte gespielt. Also kannst du nochmal umändern? Nee, das war richtig. Also ich aktiviere die beiden und dann aktiviere ich die beiden noch. Okay. Die bleiben, die bewegen sich nicht. Was konnte ich zwei Felder bewegen, ne? Einmal bewegen, wenn ich nicht schießen wollte, konnte ich noch ein zweites Loch, ne? Ja, genau. Und dann macht er natürlich eine gegnerische Einheit. So. Nee, jetzt weiß ich auch, ja. Ich habe ja einige Karten, genau, Befehle-Tasten, solche Sachen. Also es ist halt einfach eine Fähigkeit, ja. Die bewege ich doch, weil sonst bringt mir das ja nichts. Es gibt so Kollegien, die ich verteilen kann. So, der kann 1, 2, 3, der könnte noch schießen, ne? Auf 3, 2, 1, ja, mit einem Würfel, ja. Genau, und dann fängt der an, auf den zu schießen und der entscheide ich dann gleich, worauf er schießt. Was machst du? Mit der möchte er auch schießen, aber ich überlege, möchte erstmal sehen, ob ich da was wegschieße. Ja, klar, okay. Nee, der zieht sich einmal zurück, dann schießt er natürlich auf den. Genau. Zwei. Was da sonst noch so Fähigkeiten sind. Erstmal, ein Hit, nix Hit. Zack, gut, ziehe ich zwei nach. Genau. Dann hast du jetzt deine volle Karten. Genau, aber jetzt ziehe ich nur noch eine, ne? Genau. Dafür kann ich die Schocktruppen einsetzen. Das heißt, ich muss sie nicht von der Seite kommen lassen oder so, sondern... Jetzt gibt es, warte mal kurz, jetzt gibt es Close Assault, da darf ich auch was machen. Close Assault, weiß ich jetzt nicht auswendig, aber ich glaube, da kannst du, hast du die Karte auf der Hand? Ich habe jetzt Ambush-Karte, after opponent declares a Close Assault, but before he rolls his Battle Dice, play this card, roll your Battle Dice first. Das ist so eine Art Instant wie bei Magic. Das heißt, wenn ich neben dir stehe und dich angreife, dann spielst du schnell diese Karte, bevor ich würfel, und du darfst du mich zuerst angreifen. Aber ich dürfte, ach, das ist aber neu, denn diese Regel. Dass man, nee, die gab es, glaube ich, vorher auch schon, aber nur eine einzige gespielt. Karte. Haben wir wahrscheinlich nicht gespielt, ne? Close Assault. Hatten wir vorher nicht. Ja. Aber gab es, glaube ich, einmal. Weiß ich, bin mir nicht ganz sicher. Okay, okay. Mhm. Ja, dann darfst du. Ja. Genau. Schon mal eben nach hier. Jede 6 macht eine Mortal Wound. Wenn er so ein 20er Truppe, sag ich mal, zuhaut, im Schnitt sind das 12 Mortal Wounds. Ja. Das ist relativ okay. Und plus die normalen. Wie viele Attacken hat er hier? 20, 2 sind 40 Stück auf die 6. Aber mit ich spiele Infantry Assault. Das bedeutet, ich kann alle Infanterie-Units in einer Sektion bewegen. Ja. Bis zu 2 Felder gehen und dann trotzdem noch schießen. Plus den normalen Schaden. Oder 3 Felder gehen und nicht mehr kämpfen. Wieso wiederholen die? Ich nehme natürlich alle Einheiten, die hier in der Mitte stehen. Alle Trefferwürfe wiederholen. Ja. Nicht, egal. Gut, dann fange ich mal mit der Bewegung an. Ja, klar. Die gehen hier hin. Das können die sowieso? Nee, das können die nicht sowieso. Da muss ich die CP bezahlen. Die gehen hier hin, dürfen noch schießen. Damit alle wiederholen, ja. Die gehen hier hin, dürfen noch schießen. Hier steht überhaupt nichts drin für Close Assault. Die gehen hier hin. Das ist bestimmt eine neue Regel. Hast du noch andere Regelbücher? Muss ich gleich mal nachgucken. Und die gehen hier hin. Gut, dann schieße ich jetzt. 3, 2, 1. Mit denen. Eine Granate, also weg. 3, 2, 1. Oh, noch ein. 3, 2, Wald ist minus 1. 1 also. Dann, also einer weg. Und die auch nochmal, die schießen auf die Brücke. Mit 2 Würfeln dann. So, dann gibt es die V-Modelle. Nichts. Gut. Kostet mich 2 CP. 3, gut. 3, 10 oder zieh eine Karte nach, du bist dran. Ja, und schau mal nach, ob da noch ein Regel ist. Das ist sozusagen wie von Ort. Ich spiele Probe, kann eine linke Flanke bei mir sozusagen das Wiederkommen. Ich kann zwei aktivieren und noch zwei zusätzliche. Ich aktiviere. Karte wird hier nicht extra erwähnt. Ja, ich aktiviere die beiden noch dazu.
Die bewegen sich dann nicht, die bleiben natürlich dann, sitzen. Die rücken jetzt einen vor. Und 1, 2, 1, 2. Nee, die bewegen sich nicht, die schießen nur. Mhm. Der schießt auf den mit einem Würfel. 1, 2, 3. Wenn die hier ständen, hätte er Sichtlinie. Okay, dann schießt er auf die anderen links. Das geht, ne? Wenn die hier ständen. Ja, das müsste. Ja, das geht. Okay, dann schieße ich auf die. Mhm. Ja, eine Granate. Dann eröffnen die das Feuer auf den. Warte mal kurz, ich eröffne das Feuer auf den Trupp. Okay. Mit denen hier. Also zwei Würfel, ne? Ja. Einer weg, nicht schlecht. Und dann schießen die nochmal auf den Trupp, das nächste auch nochmal einen weg. Auf den gleichen, ne? Ja. Okay. Trifft, es geht aber nur über die Boxwalker. Nur über die Boxwalker. Okay. Jeder zusätzliche Hit. Gut, dann darfst du. Alles klar. Trifft dann Boxwalker. Ah! Also, okay. Also, ich schieße dann da voll rein und alles, was trifft, trifft nicht, aber alles, was nicht trifft, trifft dann halt die Boxwalker. Ist aber zum Beispiel relativ gut mit den Typen, die haben nämlich, treffen nämlich automatisch. Das heißt, wenn die da rein spucken, ich spiele Firefight. Das bedeutet, dass ich mit vier Units ausschließlich schießen darf. Und die dürfen aber nicht angrenzend zu gegnerischen Einheiten sein, was auch nicht der Fall ist. Und ich darf bei jedem Kampf einen zusätzlichen Würfel würfeln. Ich weiß nicht, vielleicht, man stellt sich das vielleicht so vor, dass die vielleicht in der Säure jeden Tag baden. 1, 2, 3, 4 natürlich. 3, 2, 1, 2. Relativ, ja, ich meine. Ja, der ist weg. Das sind erstmal Siegpunkt. Punkt. Oh, also, ich habe noch andere Gefechtsoptionen. Das ist jetzt. 3, 2, 1, 2. Die Boxwalker können sich einen weg. Noch erneuern. Ne? Also, ich kann den. 3, 2, 1, 2. Die 6 würfeln, kostet mich 1 CP. Und dafür kommt. Einen weg, ein Rückzug. Also, ich habe noch mehr, was sie können. Ne? Aber das ist jetzt nur das, was speziell ist. 3, 2, 3. Oh, drei weg. Dann würde ich sagen, komm, das war Glück. Alles klar, dann bist du schon dran. Also ich muss jetzt mal kurz gucken, was meine dran ist. Wie weit die in die Liste passen. Ich spiele Attack. Linke, rechte, meine rechte Flanke ist drei Einheiten und noch eine zusätzliche. Also 1, 2. Genau. Und 1, 2 und dann nehme ich noch den hier. Dem anderen eine bannen. Der kann ja noch auf den stehen. 1, 2, 3, ja. Mhm. Und, ja, okay, die bleiben so, weil sonst behindere ich mich ja. Was wolltest du machen? Ich wollte den da reinziehen, aber das wäre dann ja nicht mehr gegangen. Also du schießt der, 1, 2, 3 und der schießt dann auch nochmal. Also ich fange mit denen auf den an. Mhm. Da banne ich dir... Ein Treffer. Und dann nochmal der Trupp. Destroy the enemies, nee, also K3, kill them all. Okay. Den Band hier. Achso, oder spielen wir GT? Wenn wir GT spielen, dann machen wir es anders. Dann muss ich was anderes. Wir spielen GT. Wir spielen GT. Okay. Ich spiele GT. Das war meine, ja, wir spielen aus. Ich spiele nach Asmelica, damit wir keine großen. Ich spiele Recon. Alles klar, alles klar. Aber Forgeworld natürlich. Und zwar auf meiner rechten Seite. Eine Unit normal aktivieren und zwei beliebige Units bewegen. Ich aktiviere den und ich bewege die beiden. Oder? Nee, lieber den und den. Genau, mache ich erstmal die Bewegung. 1, 2. Dann hier die Bewegung nach da. Wir müssen übrigens erstmal. Und die Angriff. Wir müssen wir jetzt gleich die Closed-Assault-Regeln haben, wenn du da rangehst. Weiß ich nicht, wann man. Hast du da noch Bücher? Oder wir spielen einfach. Weil ich habe ich auf den Closed-Assault reagieren und man kann also zurückschießen. Dann kannst du dann machen, ja. Also ist das so, aber ich habe da im Buch nichts gefunden. Ja, ist so, dann kannst du das machen. Ich guck mal kurz, was die hier vorgeben. Habe ich offiziell nicht gewusst, dass du die Karte hast. Ich weiß ja nicht, so, jetzt mache ich meinen Angriff. Das heißt, du willst jetzt die Karte spielen. Ich könnte jetzt diese Karte spielen, dürfte jetzt als erstes schießen. Genau. Mit drei Würfeln. Genau. Okay, hier sind sogar zwei. Ich mache zwei Treffer und weg. Zieh dich zurück. Genau. Gut, dann kann ich nicht mehr schießen. Das ist eine ganz gute Karte eigentlich. Ja, und jetzt ziehst du zuerst nach. Muss ich jetzt darauf, das ist ja nur eine Reaktionskarte, oder? Ja, aber du ziehst ja jetzt deine Karte nach.
Auf your turn, draw a command card first. Okay, genau. Du ziehst nach und jetzt ziehe ich meine Karte nach und dann bist du dran. Okay, dann, das war das eine ganz gute Karte eigentlich. Genau. Okay, dann spiele ich den... Meine linke Flagge, zwei Einheiten. Ach, bisschen in die Mitte halten vielleicht. 33. Ja. Und zwei zusätzlich, ja? Okay. Mhm. Ein, zwei. Und das sieht so aus. Die beiden wieder. Warte mal, wenn da jetzt einer steht, kann ich ja trotzdem noch auf den schießen, ne? Von hier. Das konnte ich ja vorhin auch, oder? Also könnte ja, ich mit denen hier geht. Reinrücken. Kannst, das kannst du machen. Ganz, rücken die da rein. Die rücken in die Wälder. Ja. Die anderen bleiben stehen. 1, 2, 3. Die schießen auf den Trupp da. Hast du schon Bewegung fertig? Bewegung habe ich alles durch. Ach so. Also der Trupp auf den. Das sind drei Einwürfel. Nix. Dann der andere, dann mit zwei Würfeln auch auf den. Ja. Zweimal. Oh, nicht schlecht. Dann fangen wir mal. Das sind 1, 2, 3. Ich versuche erstmal mit den einzelnen Trupp wieder, mit den Einwürfeln. Moment, die kannst du aber nur bewegen. Nee, 60. 60. Du hast doch jetzt hier mit denen geschossen und mit denen geschossen, ja, oder ja, nicht? Ja. Und die anderen, die werden ja höchstens für eine aktive Bewegung. Ach so, okay. Bewegung zu alles klar, sorry. Ich muss mir an die neue Karte gewöhnen. Ja. Also ich ziehe ja keine Karte jetzt, ne? Oder ziehe ich jetzt noch eine? Doch, du ziehst auch vier wieder auf. Das ist verwirrend, ey. Genau. Gut, was mache ich denn mal? Ich spiele Recon in Force, das heißt eine Einheit in jeder Sektion. Mhm. Dann nehme ich die und die. Das geht ja nicht in jeder Sektion. Achso, stimmt. Entschuldigung, dann nehme ich natürlich die hier. 3, 2, die. Ja, die und die dann. Mache ich mal mit der Bewegung, fange ich mal an. 1, 2, 1. Den gehe ich dahin. Die ziehe ich hier hin. Und die hier. Okay. Und dann haben die nämlich Sichtlinie und die auch. Dann fange ich mit denen an und schieß auf die. 3, 2, 1. Einer weg. Genau, dann schieße ich jetzt mit den Jungs auf den Kollegen da. Drei Würfel. Ja, hast du vernichtet, ne? Da die vernichtet wurden und da ich direkt daneben stehe, dann dürfte ich sogar noch aufrücken. Ja, wenn du möchtest. Mache ich jetzt mal. Und mit denen schieße ich auf die. 3, 2, wegen Wald einen Würfel weniger halt. Aber einer weg. Alter, deine Würfel sind heute ziemlich heiß, würde ich sagen. Jo. Und ich bin fertig und du bist dran. Gut. Das sind. Ich spiele The Finest Hour. Pipes sind das. Also. Da darf ich jetzt für jede Karte inklusive dieser einen Würfel werfen und dann diese Einheiten aktivieren. Wenn den Panzer oder Infanterie oder Stern. Beim Stern darf ich mir eins aussuchen. Genau. Und befohlene Fahrzeuge dürfen mit einem zusätzlichen oder Einheiten, die ich aktiviere, dürfen mit einem zusätzlichen Würfel angreifen. Oh. Ja. Oh, da hast du ja richtig. Das ist gut. Dann kann ich drei aktivieren. Ich aktiviere natürlich die. Ja. Und die beiden. So, jetzt müssen genau. Wir gucken, was sie rühren können. Und die bleiben auch stehen, die öffnen einfach das Feuer. Also der schießt auf den mit vier Würfeln dann. Kannst du platt machen. Mach nur einen und sie zieht sich zurück. Das ist jetzt, ich habe das jetzt erstmal so beobachten lassen. Aber dann schießt er 1, 2, 3. 2 und zieht sich zurück. Und der andere kann dann nichts mehr machen. Okay. Dann ziehst du noch eine Karte und dann bist du dran. Ja, genau. Geht das da drüber so oder wie läuft das? Ich glaube, es waren vier von da und vier von hier. Ich spiele Recon in Force, eine Einheit in jeder Sektion. Bei Karten sind das. In dieser Sektion nehme ich die Einheit hier. In der nehme ich, in der linken von mir aus gesehen, nehme ich diesen Vierertrupp. Und dann nehme ich nochmal den Einer in der Mitte. Jo. Dann mache ich zuerst die Bewegung. Vier von hier, vier von da, vier von da. Wunderbar. Also bei Karten. Hier hin
und er hier hin. Leichte Deckung. Dann Angriff. Ich fange mal hier an. Ja. 3, 2 wegen Wald. Hier kann man durchschießen. Genau. Und bei dem hier? Einer weg. Aber das reicht wieder. Oh ja, das reicht. Und hier 3, 2. Ups. Glaube nicht. Das wäre gut. 2 weg. Alter. Bei den Großen finde ich Obscuring. Ja, schießen können die Jungs. Ja, beziehungsweise auch das mit den geschlossenen Fenstern. Gut, dann. Aber hier. Dann spiele ich auch. Das machen wir gleich. Machen wir erstmal die, weil ich die jetzt gerade erstmal habe. Mhm. So, Balkan. Also Verteidigungslinie. Zwei in der Mitte. Und zwei zusätzlich bewegen. Der bewege ich. Ich habe ja nur noch die hier. Harte Deckung ist. Warte mal, wenn ich hier stehe, dann kann ich sogar noch schießen. Ah, nee, könnte ich dann gleich schießen. Gott, dann bleibt er da. Und die beiden. Der geht dorthin. Eins, zwei, drei, ja. Eins, zwei, genau. Und dann können die beiden einmal auf den schießen. Mhm. Der mit zwei, der mit ein. Ich fange mit dem einer an. Nix. Nix. Und der Zweier? Nix. Nix. Hier ist ja, genau. Also, harte Deckung ist plus 1 auf Schutzwürfel gegen Nahkampfwaffen und aber keine Rettungswürfel. Gut, dann darfst du. Okay, alles klar. Ja, außer dass so einen Punkt brauche ich noch. Ja. Dann muss ich also hier was machen. Hätte ich den mal wegbewegt. Wenn das dann mache ich. Dann hast du keinen. Okay, kein Plus. Aber Attack, drei Einheiten auf meiner linken Flanke. Das sind natürlich genau die drei Einheiten, die da auch drin sind. Verteidigungslinie, das heißt Angriffsbewegung von 1 Zoll, dieses Geländestück sind möglich. Dann mache ich mal zuerst die Bewegung. Das ist nicht besser gewesen. Du musst ja nur noch den da abschießen, ne? Ja, das mache ich auch. Hättest du den nach da bewegt und einen nach da, hättest du zweimal schießen können. Also man muss drauf. Stimmt, egal. Aber ich kann ja mit dem trotzdem jetzt noch schießen. 3, 2. Vielleicht reicht's ja. Ja, wahrscheinlich reicht's. Nein! Nein! Okay. Achso, ja, mach das Spiel noch ein bisschen spannender. Dann spiele ich doch. Schnell nochmal abhauen, oder was? Ja, natürlich. Ja, so kenne ich dich. So bin ich. Ich aktiviere natürlich die beiden und die on the move. Sehr gut. Okay, warte mal. Das heißt, kurz. Den hast du für einen Move nur Menü. Achso, ja, genau. Die bleiben da sogar so stehen und öffnen einfach das Feuer auf den. Jeder mit beiden Würfeln. Mhm. Ich beginne mit der Brücke. Jo. Treff ein. Jo. Und mit der Truppe im Village-Dings. Nee. Also irgendwie. Dann ziehe ich einen nach. Okay. Und dann bist du schon wieder dran. Mhm. Kleinere Dinge gibt es ja nicht. Dann muss ich gucken, was für die kleinen Ruinen. Wenn ich warum das hier nicht draufsteht. Du bist nur. Probe mit 2 auf der linken Seite. 2 links und. Und 2 zusätzliche Bewegen. Mhm. Die aktiviere ich und bewegen will ich. Den und den. 1, 2, 1, 2. 1, 1. Jetzt mache ich das so. Und dann gibt es 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ja. Ich fange mit denen an. Einmal nix und dann schieße ich mit denen nochmal hinterher. Und da gibt es einen Treffer. Alles klar. Gut, und du bist wieder dran. Ja. Yay. Ich spiele auch mal Pro. Rechte Flanke 2 aktivieren. Und einen zusätzlichen kann ich noch mitmachen. Der rennt natürlich in den Wald rein. Mhm. Und die anderen erwidern einfach das Feuer. Warte mal, ich mache jetzt, bewege den jetzt hier rüber. Mhm. Und dann fange ich an. Die, ja. Auf die. Nix. Und dann Village auch nochmal auf den Trupp. Ja. Nochmal einen Treffer. Oh, alles klar. Mhm. Ich mache Attack, 3 Einheiten auf der linken Flanke plus eine bewegen. Ich nehme die 3 Einheiten. Ich aktiviere Counter-Attack. Ja, die kannst du nächste Runde aktivieren. Dann kannst du das gleiche machen, was ich gerade hatte. Ach so, das ist. Also, wenn ich jetzt die spiele,
und drei auf der Seite aktiviere, ja, und einen aktiviere. Dann kannst du nächste Runde dann. Dann kannst du auch auf der Seite drei aktivieren, genau. Die kannst, okay, du einfach jetzt in deinen Kartenvorrat nehmen. Und das ist wie so eine normale Aktion funktioniert. Ach so. Okay, also ich muss einfach dann da, wo du angegriffen hast, da kann ich dann meine Einheit aktivieren. Ja, genau. Okay. Klick die mal hier hin. Also spielt man die auch erst in meiner. Genau. Es gibt nur eine einzige Karte, dieses Ambush. Das ist die einzige Karte, die du direkt spielst, wenn der Gegner dran ist. Okay. Das ist die einzige Instant-Karte sozusagen. Ja, alles klar. Okay, Attack 3. Die drei Einheiten und bewegen will ich den Vierer-Trupp hier. Damit fange ich auch gleich an. Für was? Für die kleinen Ruinen. Für die hier? Eins. Okay. Ich hätte ganz normal gesagt, einfach nur leichte Deckung. Eins, zwei. Das heißt, du kannst hier durchgucken und durchschießen, bekommst aber dahinter halt eins auf Schusswürfe. Hiermit gehe ich mal einen nach vorne und ich kann schießen mit 3-2-1, 3-2-1, mit den beiden kann ich, also zur Zeit jedenfalls, noch angreifen. Kannst du eigentlich auch beide zwei Würfel dann werfen? Bitte? Du musst auch zwei Würfel werfen. Nee, das geht nicht, wenn du dich zurückziehst. Ach ja, stimmt. Ja, ja. Oder zurückziehen musst, dann geht es nicht mehr. Ich fange mal mit denen hier an und schieße auf die, 3-2-1. Nix, und dann schieße ich mit denen nochmal hinterher. Jo. Müssen wir wahrscheinlich jetzt, okay, 3 Stunden lang nachdenken. Alles klar. Ja, ich spiele den Counter-Attack. Okay, dann kommen wir jetzt, ja, auch normal. Einheit, ne? Einheit, gut, dann nochmal zu den Sekundärmissionen. Genau. Kannst du die nochmal schnell auswählen? Dann kann ich die aktivieren. Oh, und eine bewegen kannst du noch. Ja. Ja. Die bewegen sich. Und die öffnen das Feuer auf den Zweier-Trupp. Mhm. Und treffen. Treffen auch noch. Dann spiele ich Firefight. Ich kann mit 4 Einheiten ausschließlich schießen, habe einen Würfel dabei mehr. Und da kann ich ja nur die beiden Einheiten hier aktivieren. Mhm. Dann fange ich mal 3-2-1 mit dem Dreier-Trupp an. Also 3-2-1 plus 1 ist 2 wieder. Ja. Nix. Und dann schieße ich mit dem anderen Trupp auf die gleiche Einheit, auch mit 2 Würfeln. Ja. Und dann, das Spiel ist vorbei. Jo. Bing! Eine, ja, Frage, wenn ich mich eingrabe, könnte ich mich ja auch im Wald hier eingraben. Ja. Dann kriegst du minus 2. Mhm. Kann ich mich auch auf der Brücke und so eingraben? Ich denke schon. Okay. Ich wüsste nicht, warum. Die Karten sind cooler, oder? Besser. Ja. Ist auf jeden Fall ausgeglichen. Also viel mobiler, finde ich, ja, auf dem Spielfeld. Ich würde sagen, wir werfen jetzt einfach die wir auf der Hand haben, ab. Gute Idee. Wir spielen mit dem Deck erstmal weiter die nächste, ja, Runde. Ja.